Moin Leute und willkommen zurück zum Spiel Raid. Heute haben wir Tag 220 erreicht und in dem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ich im Doom Tower den Magma-Drachen fertig gemacht habe. Und sozusagen, sagen wir in Anführungsstrichen, ein bisschen farmen tue. Also fangen wir gleich mal an. Turm des Verderbens, da ist er, unser Magma-Drache. Ebene 100, 220. Gehen wir mal rein, da haben wir es. Ebene 110, Magma-Drache. Magma-Drache, also in dieser Rotation ist der Magma-Drache blau, Level 220. Und hier links sieht er sozusagen mein Team, mit dem ich diesen Drachen hier, wie ich schon gesagt habe, vorhin in Anführungsstriche farmen tue. Und zwar, auch wie ihr im Titel sicher gelesen habt, mein Heiler-Team. Heiler-Team versus Magma-Drache. Warum Heiler-Team? Weil ich hier sozusagen vier Champions einsetzen tue, die über Heilfähigkeit verfügen. Kannst du dir mal kurz anschauen? Gehen wir uns nochmal kurz ganz genau an. Wir haben Shirimani mit ihrer Jugendwelle auf alle vier Runden. Dann haben wir natürlich Draconia. Die kennt ihr ja. Die halt alle verbinden jede Runde um 10%. Dann haben wir Aux natürlich. Mehr des Aufbaus. Alle drei Runden. Halt auch die Verbündeten. Top. Und natürlich noch Sinesha mit ihrer unsterblichen Fähigkeit hier. Gleich die LP der Verbündeten an und so weiter und so fort. Ja. Aber sozusagen der Schlüssel zum Sieg liegt nicht nur an der Heilung, sondern auch hier an meinen, wie heißt nochmal, Zerschmetterer, Zertrümmerer oder wie er nochmal heißt. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Der Bursche hier. Schädelzerschmetterer, richtig. Und zwar an Felsgegenangriff. Genau. Gegenangriff ist auch noch ganz wichtig in dem Team. Warum? Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Und zwar, wenn ich jetzt loslegen tue. So, zeige ich euch das gleich mal. Natürlich hauen wir noch ein bisschen Mucke rein. So, Leute. Runde 1 von 3. Und ihr seht, vier Heiler und einen sozusagen, einen Zertrümmerer. Wie sagt man? Zertrümmerer. Ich würde sagen, ich lasse mal wieder durchlaufen bis zum Endboss. Und ja, bis dahin melde ich mich dann wieder. Also Leute, bis gleich. Runde 2 von 3. So Leute, jetzt sind wir beim Endboss angekommen. Und ihr seht, ja, hier seht ihr mein Team, das gerade steht. Ja, also wie gesagt, vier Heiler und einer, sozusagen mein kleiner Tank sozusagen. Mein Schädelzerschmetterer. Also, ich würde sagen, ich erzähle noch mal ein bisschen was zum Team. Warum ich jetzt vier Heiler nehme? Warum? Ja, ganz einfach, weil ich das einfach mal testen wollte. Ich habe jetzt hier mal vier Heiler eingesetzt. Und ich muss sagen, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ich habe jetzt mal ein paar Runden mit dem Team hier gespielt und ziemlich oft gewonnen, sagen wir es so. Wie viele Runden habe ich gespielt? Ich glaube, fünf Runden habe ich mal gespielt. Fünf? Und von fünf Runden habe ich, glaube ich, nur einmal verloren, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ist jetzt kein safest Team, das man sicher durchgeht, aber die Wahrscheinlichkeit hier zu gewinnen ist eigentlich ziemlich hoch. Und zwar erstens einmal, wie gesagt, an der Heilung und zum anderen an meinen Schädelzerschmetterer, an dem Buff nehme ich wie heißt es nochmal, Verbündetenschutz. Genau, richtig, ne? So heißt es doch, ja, genau. Verbündetenschutz. Das ist ganz wichtig, Leute. Das ist sozusagen der Schlüssel von meinem, das ist der Key von meinem Team hier. Gegen den Magma-Drachen. Heilung die ganze Zeit und Verbündetenschutz. Ich habe es auch schon mit anderen Champions ausprobiert. Also das Team mal immer gewechselt. Beispiel auch mit Madame Cerise, mit Angriffsverringerer und Defense-Verringerer. Und dann noch plus Shamrock, Defense Steigerer für mein Team, aber irgendwann hat es der Magma daraus trotzdem geschafft, alle zu killen. Also, bei mir hat es nicht funktioniert. Vielleicht klappt es auch bei euch. Ich weiß es nicht. Weil ich denke mal auch, dass auch das Problem bei den Magma-Drachen, der haut so ordentlich rein, das ist brutal, ey. Also,
Habt ihr fast keine Chance. Daher, verbindet. Daher denke ich mir mal, ist Verbündetenschutz wirklich absolut ein Muss. Bei Magma Drachen. Ach stimmt, was gibt's noch? Was kann ich noch dazu sagen? Ja, stimmt, ich hab's auch mal in meinem Gift-Team probiert. Beispiel mit Aox, Frau Kadaver und noch Bergot. Und ich muss sagen, ja, Gift-Team kann man auch spielen gegen den Magma-Drachen. Aber das Problem ist einfach, der Bursche hat zu viel LP. Also, bis ihr da mit dem Gift den killt, killt er euch. Das ist nicht der Witz. Daher. Gift ist natürlich immer gut gegen Bosse, aber die halten nicht lang durch, das ist das Problem. Oder ich habe einfach keine passenden Champions, um sie lang durchzuhalten mit Gift. Vielleicht, ja, daher, aber daher jetzt sozusagen der Verbündetenschutz und das Heilung, mein Heilungsteam. Oh nein, oh je, Draconia stirbt gleich, Draconia stirbt gleich, Scheiße. Jawohl, oh Gott sei Dank, Sinesha hat Draconia gerettet. Bumm. Alter, seht ihr das? Obwohl meine Champions alle Verbündetenschutz haben, hat Draconia voll viel Schaden genommen. Und der Drache hatte nur noch Angriffsverringerer. Also, das zeigt mir halt, dass der Bursche so dermaßen, seine Schläge so hart sind, das ist unglaublich. Wirklich, also ohne Verbündetenschutz von meinem Schädelzerschmetterer wäre das Team, glaube ich, schon längst tot. Und das mit Heilung, also. Ja, aber es sieht eigentlich ziemlich gut aus, der Lauf. Wie ich hier sehe, der Run läuft gerade ziemlich gut. Oh, Entschuldigung. Ah, ich glaube, Draconia stirbt jetzt. Ja, schade. Mist. Ja, das ist aber auch das Krasse, bei meinen 5 Läufen gegen den Magma-Drachen, die ich gemacht habe, ist Draconia immer als allererstes gestorben. Sie stirbt immer als allererstes. Ja, okay, ja, verständlich. Sie ist ja auch blau und die anderen sind rot. Ja, okay, ja. Aber trotzdem, ich habe auch mal das Team mit Bergot gespielt. Also nicht den Schädelzerschmetterer, sondern habe ich Bergot eingesetzt und Draconia ist wieder gestorben. Also, ah. Ja, es sollte aber auch passen, auch wenn Draconia gestorben ist. Ich sollte das schaffen. Sollte mein Team das hier jetzt schaffen, also. Ich denke mal, solange der Schädelzerschmetterer seine A2 einsetzt mit Verbündetenschutz und meine 3 Burschen hier sich immer gegenseitig heilen, sollte das gut laufen. Ja, Leute, wir nähern uns langsam dem Ende. Gleich sollte der Drache tot sein. Schauen wir mal, ob Sinesha noch überlebt. Sollte passen. Ja, zack. Hier ist er. Hier, hier, hier. Hier ist das Ergebnis, Leute. Also, schauen wir mal. Ihr seht, schaut euch mal den Schaden an. Keiner meiner Champions hat jetzt wirklich viel Schaden verurteilt oder sonst irgendwas. Ungefähr gleich. Aber was Heilung betrifft, seht ihr ja, Draconia natürlich einmal am meisten. Und ja, natürlich auch von der Zeit her ist es natürlich auch nicht das schnellste Team. Das muss ich gestehen, ja. Aber
Es ist ein Team, wo ich sagen kann, ja, da schaffe ich den Run sozusagen. Wenn ich auf den Knopf drücke und auf dem Automodus laufen lasse, dann ist sie wahrscheinlich eigentlich ziemlich zu 90% safe, dass ich den Drachen, den Magma-Drachen auf Ebene 110 schaffen tue. Oh, ah, sorry. So. Ja, ich würde sagen, Leute, das war's mal wieder im Video. Ich hoffe, es hat euch Video einigermaßen gefallen und hat euch nicht zu lange gedauert. Ich hoffe auch, dass ich euch mit dem Video ein bisschen helfen kann. Und ansonsten würde ich sagen, jo, bis zum nächsten Video. Bis dann.